Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer Videowochenschau. Die ursprünglich geplante Gewerbeschau in Bakum im April fällt wegen zu geringer Resonanz aus. Es haben sich zu wenig Teilnehmer angemeldet, so der Handels- und Gewerbeverein. Eine genaue Zahl nannte er nicht. Die Schau könne mit zu wenig Teilnehmern nicht attraktiv genug gestaltet werden. Und die Polizei setzt im Kreis mehr Streifen ein. Mit dieser erhöhten Präsenz wollen die Beamten für mehr Sicherheit sorgen. Sie fahren gezielt in Wohngebiete und achten dabei insbesondere auf fremde Personen und Fahrzeuge. Und hier geht es jetzt weiter mit einem weiteren Blick hinter die Kulissen bei der Produktion der nächsten Ausgabe der Promenade. Wunderbar. Klasse, so in die Kamera. Eine Promenadentorte aus Speiseeis. Was sich am Ende so flott fotografieren lässt, hat einige Zeit- und Arbeitsschritte hinter sich. Diese schauen wir uns nun mal in Ruhe im Nachhinein an. Wir spulen an den Anfang. Als erstes machen die Eisdielenbesitzer vom Venezia in Holdorf verschiedene Sorten Eis. Damit wird die Torte später Kugel für Kugel gefüllt, denn so hat jede Schicht die gleiche Höhe. Je nach Anlass hat das italienische Ehepaar schon viele solcher Torten hergestellt. Beispielsweise für Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfeiern. Mit Hilfe von einem Drucker und Lebensmittelfarbe kann die Torte ein eigenes Motiv erhalten. In unserem Fall eben Titelseiten der Promenade. Zuvor wurde die Torte übrigens auf minus 21 Grad gefroren, sonst wäre diese beim Dekorieren und später beim Transport zu schnell aufgetaut. Weitere Infos zur Eistorte gibt es in der neuen Ausgabe der Promenade. Kleinen Moment, ich mach noch mal einmal. Wie weit könnt ihr noch kippen? Ohne. So, ja. Ja, perfetto. Am Samstag um 10 Uhr wird der neue Offizial- und Weihbischof Wilfried Theising in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst findet in der Propsteikirche St. Georg in Vechta statt. Und an diesem Wochenende gibt es im Industriemuseum in Lohne einen Forschersonntag von 14 bis 18 Uhr. Das Oberthema ist dabei Wasser. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt einen neuen Hofblick, dieses Mal zum Thema Milchviehhaltung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.